Jo, da bin ich wieder. Ja, ich musste so abbrechen. Leider, sonst wäre da zu viel geworden. Was hast du vor? Ich will mich an den Bastarden rächen, die das getan haben. Vor allem an Karadin. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Gut. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Warum sollte ich euch helfen? Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ja, warte nur, hopp. Ja, sicher, renn im Kopf. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber ach, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Ah, er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt, scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund. Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Farö, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Wir haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Tja, eigentlich hat er uns nichts getan. Nee. Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Sei froh, dass ich dich am Leben lasse. Ja, so kann's sein. 8 Punkte. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Gut. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Genau. Viel Glück. Ganz viel Glück, aber. Gut, dann haben wir das erledigt. Und
Quest. Verteile ja Milch und nee, das nicht. Sammle sie alle. Wo bin ich überhaupt genau jetzt? Muss ich erstmal gucken. Hier. Okay. Ich muss mal dahin. Ja. Ja. So, wo müssen wir hin? Ja, aufheben tue ich das jetzt nicht. Das macht keinen Sinn. Der Wind heult. Nein, ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. So. Ich weiß nicht, was das ist. Also, ich will hier dieses gelbe das Anschlagbrett auf jeden Fall haben. Es könnte sein, dass ich dann in der richtigen Gegend bin hier für, also jetzt nicht hier die weiße Dame oder so. Oh, ei. Ist die weg? Ach komm, die nehmen wir mit. Komm, ich bin doch keine feige Sau. Nein! Scheiße. Aua. Einmal. Mensch, komm her hier. Oh. Du hast mich dann noch richtig getroffen. Okay. Gut, dann werden wir dahin. Nicht, dass die das jetzt war. Ja gut, dann ist das schon erledigt. Ich weiß es nicht. Okay. Alt, was war das? Alraune, siehst du? Ja, die sind schon etwas Anschlagbrett. Oder, okay. Lass halt nur kurz stehen. Wer lesen will, kann auf Stopp drücken. So. Gänsemöse. Gänsemöse, auch nicht schlechter Dingen. Okay. Geh weg. Nix, hä? Okay. Schwefel. Sag mal, bist du bescheuert? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Was geht hier vor? Was ist er denn? Kräuterkundler? Was? Was? Hast du was Interessantes? Jetzt schweife ich wieder ab. 15.000, aber... Gut. Das reicht erstmal. Leb wohl. Auf Wiedersehen. So, Gänsemöse. Ah, da ist Brian Hutch. Willkommen, willkommen. Was hast du denn da? Francesca Finderwehr. Gut. Was zahlt er denn für den Sattel? 101? Ja, nehmen wir doch. So, Brian Hodge. Jetzt weiß ich nicht, was das für ein Level ist. Ah. Kann ich nicht genau sagen. Willkommen, Meister Hexer. Ich habe die Nachricht gelesen.
Der Auftrag interessiert mich. Das ist gut. Großartig. Ich heiße Brian Hodge. Ich hab den Zettel aufgehängt. Ich brauche Informationen. Ja, natürlich. Durch einige bedauerliche Ereignisse bin ich in den Besitz eines Waldes gekommen, der gerodet werden sollte. Bei Novigrad, weit weg von den Straßen, nah am Hafen. Leicht verdientes Gold. Ich musste nur Holzfäller anheuern und Münzen zählen. Mich interessiert das Monster, nicht dein Geschäft. Das hängt alles zusammen. Pass auf. Ich heuerte Zwergenholzfäller an, aber sie sagten, im Wald würde es spuken. Ich hielt sie nur für faul. Dann eines Tages sind sie in den Wald gegangen und nur einer ist wieder rausgekommen. Er sagte, eine Art Waldteufel hätte sie angegriffen. Reden wir über meinen Lohn. Das Angebot ist nicht hoch genug. Mensch, 90 Öcken mehr. So kein Problem für dich. Ich weiß, dass ich dir kein Vermögen angeboten habe, aber was du forderst, ist einfach zu viel. Komm uns entgegen, damit wir es hinter uns bringen können. Ja, dann zahl doch einfach. Billig bist du nicht gerade. Aber du hast versucht, vernünftig zu sein. Wir könnten uns noch einigen. Na schön. Sagen wir, das ist ein Preis, den ich zu zahlen bereit bin. Gut, ich kümmere mich drum. Ich übernehme den Auftrag. Wo finde ich diesen Holzfäller? Hier irgendwo. Zuletzt hat er seinen Lohn versoffen. Zu Ehren seiner toten Kameraden. Trinken wir. Es wird schon. Sag ich doch. Aber wir machen das jetzt. Gehen erstmal dahin und dann. Willkommen, Reisender. Trink mit mir, du Schwanzlutscher. Gib dir was hinter die Binde, damit meine Freunde in Frieden ruhen. Sie wurden fertig gemacht. Aber ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung, wen oder was ich verfluchen soll. Ich habe mit Brian Hodge gesprochen. Er hat mir vom Tod deiner Kameraden erzählt. Das Arschloch. Wir haben ihm gesagt, dass sich was Schreckliches im Wald rumtreibt. Aber er wollte nicht hören. Er hat mich angeheuert. Er will, dass ich die Bestie finde, die dich und deine Freunde angegriffen hat. Wirklich? Nun, dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Guter Mann, Brian. Aber ein Halbling. Erzähl mir von dem Angriff. Woran erinnerst du dich? Wir waren auf dem Weg aus dem Wald, mit Holz beladen wie Packpferde. Plötzlich hörten wir ein Heulen wie von einem Wolf, einem Rudelführer. Wir sind gerannt, aber das Wagenrad ist stecken geblieben. Magnus Richter rief, ich solle die Armbrüste aus der Hütte holen. Also bin ich los. Als ich zum Wald zurückkam, alle massakriert. Ich habe meine Freunde nicht wiedererkannt. Danke, das war wirklich hilfreich. Töte das Scheißding, ja? Mache ich. Bin ich doch ein Kumpel für. So, jetzt will ich aber mal gucken, was das... Das ist 78, das kann ich wirklich noch nicht. 70, 59 untersuche. Wie weit ist das denn entfernt? 800, kann ich da hinreisen? Ja... Ja, wir sind ja gerade hier. Ich sage ja, ich darf nicht irgendwo anders hingehen, dann komme ich immer, was weiß ich, irgendwo in den Karpaten aus. So. Ja, ich weiß ja, da war noch was drin. Okay. Wir werden... Aha, ich sehe da, was ich danach mache direkt. Ja. So. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. 59 müsste ja machbar sein. So in etwa. So, 300. In diese Richtung. Ja, die interessieren mich jetzt nicht. Die 59. Das muss also möglich sein. Ja. Geister. Sind nicht unterwegs noch was, weil ich so mitnehmen kann da unterwegs.
muss ja hinterher eh wieder dahin zurück. Da habe ich was vor. Ja, ich habe es gesehen, dass ich das jetzt machen kann, Gott sei Dank. Und danach werde ich wohl wieder voll bis oben hin sein. Monster im Wald. So. Ghule. Ah, Ghule auch noch. Scheiße. Okay, da okay. Gut. Oh. So. Rissen abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Ja, da. Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Ah, ich glaube, das habe ich schon gefunden. Hm. Gucken wir erstmal hier. 97, 92. Ja. So. Das reicht. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Hallo? Da. Da ist sie. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich weiß jetzt nicht, ob das das ist. Nee, ist das auf keinen Fall. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Klappt. Ohne Gwen. Das hat gut geklappt. So, jetzt gucken wir mal weiter. Halt hier. Ich glaube, das ist dann mit. Ja. Das Lager habe ich eh schon geplündert. Und du kriegst noch ein Loch in den Kopf. Deine. Was willst du hier? Rede! Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Es ist wichtig. Ich traue dir nicht. Das dachte ich mir schon, als ich deinen Bogen auf mich gerichtet sah. Du hast mich doch im Blick. Und ich neige nicht zu Dummheiten. Da kann ich dich beruhigen. Ich bin beruhigt, wenn du mir deine Waffen gibst. Los, deine Schwerter. Lass sie fallen, dann bringe ich dich zu Bernossier. Tja. Ich fürchte, ich bin nicht einverstanden. Ein Fehler. Dein letzter. Help me! Nein, nein. Komm schon. Na. So, und du warst doch von da oben. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du ganz tief unten. Okay, Eichhörnchen. Ach, herrlich. Okay. Den Hauptmann. Schöker, der... Sag mal, was ist los hier plötzlich?
Muss ich das zweimal pfeifen? Ich glaube, ich muss dir Manieren beibringen. Du spinnst doch wohl. So. Dafür trete ich dir jetzt ein bisschen ins Kreuz. Das sage ich dir extra querfeld ein, damit du mal Manieren kriegst. Hier kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, nein, wir werden schön geradeaus. Ja. Oh. Ich dachte, das wären Banditen. So, bis jetzt beruhigt. Ja, den Scheiß lasse ich jetzt liegen. Ist mir jetzt auch egal. Ta-da-di-da-da. Oh, jetzt muss ich langsam. So. Ich rate dir, genau das. Genau die verkehrte Seite. So, Kohle her. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie dran gekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande, die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden 10. aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Danke. Ja. Plätze? Ach, da unten. So, wo ist das Vieh? Edle Ross, meine ich. Edle. Entschuldigung. So, jetzt bin ich eh hier in der Nähe. Naja, gut, in der Nähe ist das jetzt nicht. Also, was? Ja, den machen wir dann. Los, los! Weiter so, Plätze! Weg da! Ja, und was soll ich machen? Ich will da durch. Lang lebe Raduvid. Wahrscheinlich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier lang komme. Also hier komme ich gar nicht lang. Grenzposten habe ich den schon mal. Kommen wir da durch? Ja. Kann ich. Und ich will auch. So. Lauf, Plätze. Ich wüsste jetzt auch richtig so. Komm schon, Plätze. Ja. Das sind zwei Fragezeichen. So, du bleibst hier. Ja, du bleibst hier. Motor heute? Oh. So, da hinten ist ein Nest. Ein Moderhautnest. Es muss zerstört werden. Ja, sofort. Verfluchte Axt. Nein, nein. Deswegen. Nein, 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 nein. Jetzt.
jetzt können wir da rein. Deswegen habe ich versucht, das mit dem Links zu machen. Mit den Pfeilen. Ja. Aber leider ging es nicht. Ja. Gucken wir mal trotzdem nochmal. Oh, Geistblatt, das nehme ich gerne mit. Aha, Ariane, schön. Hopfendolden. So, hier müsste doch, glaube ich, noch ein Fragezeichen sein. Ja. Wie sieht das da aus? Alles gut noch? Nee, eben nicht. 86. Okay. Schauen wir mal da rein, ob da alles... Drakoiden. Nein, das ist so, jetzt. Alter! Aua! Sorry! Aha! Erledigt! Ach ja, ich hätte es auch gerne besser gesehen, aber was soll ich machen? So, jetzt holen wir uns den Schatz, der uns zusteht. Da ist er. Große Irden. Na, schon wieder so ein Scheißsattel, ey. Gut, am Anfang war ich froh, wenn ich jeden Sattel gefunden habe, der war höher. Schiff nach Skellige brauchen wir gar nicht. Interessenliste. Jetzt müsste ich mal gucken. Was ist das? Verteidiger, der das glaubt. Oh, nee. Milch. Freiwilliger. Moment. Genau das habe ich mir gedacht. Das machen wir auch. Genau. Plötze, komm her. Ich sage ja, ich darf nicht vom Weg abweisen. Deswegen mache ich... Bleibe ich auch so rapide auf meinem Weg. Oh, jetzt. Ja, ganz stupide auf meinem Weg und. Ihr seht, was dann passiert, wenn ich das nicht mache. Oh, Moment. Hier, das. Ich muss genau jetzt sehen, wo das genau ist. Warum mache ich das nicht anders? Ja. Dahin, zurück. Alles zurück. Los. Ja, können wir schnell hinreisen. Dann haben wir das nebenbei nämlich durch. Alles Roger. Juhu. Blut ist im Schuh. Komm schon, Plätze. Oh. Sorry, junger Mann. Komm her, ja. Ey, ey, ey. Komm her. Sei gegrüßt. Nein, dich hatte ich noch nicht. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ah, bringt alles nichts. Immer nur ein paar Öcken hier, ein paar Öcken da. Nee, bringt wirklich nichts. Warte mal. Ah, ich weiß, was ich den verklicker. Naja, ist nicht die Welt. Aber die 130, kann ich nicht die 130 noch kriegen? Hier, nimm hin, tschüss. Zack. Geht wohl. Genau, 66 Meters. Dafür brauche ich Plätze nicht. Das nehmen wir so in Beschlag.
jetzt. Das haben wir. Und hier waren aber. Ne, genau. So, wunderbar. Dahin. Tja, ja. Aber übertreib es nicht beim Handeln. Nö, nee, mach mal nicht. Sorry, aber ich kann. Ich, der Typ, der haut mich. Der macht mich fertig, ehrlich. Der macht mich echt fertig, der Typ. Ja. Nimm Walker. Ja, macht halt. Echt, der Typ, der macht mich fertig. Jawohl, da ist noch was. Nicht furzen. Oh Gott. Freilich. So. So, Keule, komm. Du Menschling. Hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang. Kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Das ich. Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Radovid. Befehl. Boote bewachen. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich Boote bewachen, sagen Redania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen, Boote. Der macht mich fertig, der Typ, ehrlich. Ich kann dir ehrlich. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt, Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht, Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll, hör zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los, ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht, aber alle fallen um. Auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldaten, Freunde, nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Der Typ macht mich wirklich fertig, ehrlich. Der hat auf alles eine Antwort. Der ist geil, der Typ. Oh, ich krieg Tränen in den Augen. Ich will lauter lachen. Ich verstehe, Kriegszeiten eben, ja klar. Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch, Soldat? Nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe. Du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh. Ich bewache Boote. Jetzt wisst ihr, wofür ich die Farbe in Ochsenfurt gekauft habe. Genau deswegen. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Was ist denn? Farbe, ja, aber weiß nicht wie.
Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie? Mein Befehl er wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an, was? Vogelmalen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Ja, gut. Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Schön, Vogel, toll. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut, nicht wie andere. Danke. Bitte. Der Typ ist. Komm und guck. Glauben. König Ragu mit der Ruhe. Und dein Junge dabei dienen mich bei dir für alle Ehre. Und dein Junge dabei dienen mich bei dir für alle Ehre. Boah, er ist für den Knaller. Gut, okay. Ich komme später wieder. Ja, nun geht's weiter und der Wegpunkt ist zwar auf Soltan gerichtet, aber wir haben hier noch drei Fragezeichen. Ich will mich jetzt nicht wieder ganz weit aus dem Fenster legen, aber ich glaube, zwei davon können wir machen. Und eins ist nicht möglich, also möglich schon, aber nee, das ist ein Gorgo, versteckter Schatz. Oh, halt, Nekrophagen. Halt, da, Nekrophagen. So, 93. Da gehen wir jetzt mal ganz schnell runter. So. So, und da muss ich hier... noch ein. Nein, nein. Was hier? Einer? Kommen die alle her hier? Nee, nee, die muss ich alle wegknallen hier. Alle her, du Lecco Mio Funny. Das war aber jetzt wirklich nicht ohne. Nee. Ich muss raus hier. So. Steckt das Schwert weg. Also das war jetzt mal ein... Man echt nicht ohne, würde ich sagen. Wow. Und das war noch nicht mal zwei Fragezeichen. Grüß Gott hier. Was kommt denn noch alles? Oh Mann. Da hinten ist noch einer. Hier auch noch. Okay. Was hast du denn? Blutbeflecktes Dokument. Es ist mir gelungen, die Blutung zu stoppen. Ich muss nachdenken. Ich konnte Hilfe suchen. Das muss ein Dorf in der Nähe sein. Ich kann Hundegebell hören, aber die Leute würden meine Uniform erkennen. Sie würden fragen, was ich im Sumpf mache. Sie würden es rausfinden. Sie würden alles an sich nehmen und vielleicht mich töten. Ja, mich vielleicht töten. Wir sind hier schließlich in Wählen. Ich habe viel Blut verloren, vielleicht zu viel. Wenn die Wunden morgen früh noch sauber ist, kann ich's schaffen. Ich breche bei Tagesanbruch auf. Vielleicht greifen die Ertrunkenen dann nicht an. Ich vergrabe den Schatz und gehe nach Novigrad. Dort sollte ich jemanden finden, der mich wieder zusammenflicken kann. Jemand, der keine Fragen stellt. Dem es egal ist, ob man einen Deserteur
Was? Bist? Mir bleibt nur noch zu beten, dass niemand meine Spuren findet, dass niemand die Blutspur folgt und den Schatz findet. Aber hier kommt keiner durch. Ich hoffe es. Alles wird gut. Ja, Blutgold. Gut, aber eins mache ich jetzt erstmal. Da kannst du einen drauf lassen. Ja, weil das hat 88, ja. Okay, hier ist nichts. Als hier ist was. Blutspur. Hier scheint was zu sein. So. Na, das ist ja gar nicht so schlecht. Oh, Nebelinge. Oh, 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 oh. Das heißt, ich brauche wieder Nekrophagengedöne. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt muss ich echt mal nachgucken, was mit meiner Rüstung ist, weil die habe ich jetzt echt eine Zeit lang vernachlässigt. 89. So. Zack. Und nein. So, wo ist er? Zwei Stück. Aber hier so richtig schön auf die Fresse gekriegt. Dann muss ich jetzt mal ein bisschen Meditation und dann klappt das auch wieder. Ach so, das war ein Fragezeichen. Okay. Das war also jetzt, ja. Gehe ich jetzt dahin? Nee, dann muss ich wieder so weit zurück. Aber eigentlich ist das egal. Irgendein Dingen war, konnte ich nicht machen. 179 Meter. Und was das war mit dem Gorgo. Wenn ich Glück habe, ist er nicht da. Und ich könnte... Ja, das ist halt. Jetzt muss ich gucken. Dann muss ich das aber ganz schnell finden. Ganz schnell. Unverschickter Brief. Und jetzt weg hier. So schnell wie möglich, wie es geht. Einfach weg. Ja. Oh. Aber die Mitgift habe ich noch nicht. Ne, ne. Das war nicht die Kiste. Oh. Ja, der ist, weiß ich nicht, 78, 79 oder sowas. Ja. Erledigt habe ich das. Ja, das ist ausgegraut. Ich muss den Brief lesen. Sonst... Ein verschickter Brief. So. Ich lasse den durchlaufen. Ja. Den brauche ich jetzt nicht ganz lesen. Das ist, glaube ich, nur zur Beendigung der Quest. Tauge nichts mit dem Namen V-Pens. Ah, okay. Gut. Aktualisiert. Und abgeschlossen. Genau das meinte ich. Sehr gut. Ja, ja, ohne die meinen verlängerten Arm ist das scheiße. Ja, das ist doch wieder hier ein Vibe, genau. Ja.
Sehr gute Sache. Zerknüllte Notizen. Ich habe immer gesagt, dass Muski was auf dem Kasten hat. Er versteht mehr Wörter als so mancher Mensch. Er kann alle möglichen Tricks. Sitzen, rollen und wenn man ihm einen Speckstreifen gibt, schüttelt er einen sogar die Hand. Aber heute hat er sich selbst übertroffen. Muski kam vom Feld angerannt und hatte etwas im Maul. Ich dachte zuerst, es wäre ein Hase, mit dem wir einen leckeren Eintopf kochen und dessen Fell wir verkaufen könnten. Aber es war kein Hase, sondern ein Sack. Er war blutgetränkt. Kein Wunder also, dass Muski ihn aufgestöbert hat. Ich schaute hinein und darin fand ich einen Schlüssel. Er war klein und voller Gravuren und Verzierungen. Er sah aus, als würde er zu einer Truhe oder einem Kästchen passen. Ich dachte mir, vielleicht liegt ja hier irgendwo ein Schatz versteckt, zu dem dieser Schlüssel passt. Ich werde losgehen und mich einmal umsehen. Und wenn ich ihn finde, dann schwöre ich dir, Militäle, kriegt Muski bis zum Ende seiner Tage bestes Kalbfleisch zu fressen. Nur das Blut auf den Sack bereitet mir etwas Sorgen. Aber ich nehme einen dicken Knüppel mit, damit ich allen, was aus dem Gebüsch kommt, einen überbraten kann. Ich sage immer, man lebt nur einmal, also sollte man hier und da ein Risiko eingehen. Ja, sollte man. Das könnte das doch schon sein. Nein, doch nicht. Wir brauchen wieder Art. No, komm schon. Hallo? Hier. Hier. Danach sieht's aus. Aufgeschlossen. Und voll. Was ist denn hier los? Eine Kiste nach der anderen. Gewöhnlicher Kanüppel, yeah. Das heißt, ich muss mich mal eben stark machen. So. Ja, ich vergesse immer dieses Schild zu machen mit Gwen. Ja, das ist das Problem. Normalerweise dann wäre alles gut. Aber nein, das geht so nicht. Skellige wollen wir nicht. Ich will die... Ach, Charakter. Was soll das denn? Mätressenliste. So. Zack. Und wo ist ein Reisepunkt? Oh ja. Na gut. Ist egal. Komm. In diese Richtung. Aber hier liegt bestimmt noch mehr rum. Nein? Nö, da nicht. Gut. Sich schwimmen? Nee. Oh oh. Zwei Wasserweibe und ein oh Mann. Das ist puh und ein Nebling. Also jetzt geben sie mir aber richtig was vor die Hirse. 90. Sorry, aber das ist mir wurscht. Also wenn, dann will ich das auch schaffen. Was haben wir denn jetzt? Nordwind ist da. Das. Und das. Gut. Haben wir soeben bestanden. Hohohoho. Ja, ein Wasserweib und ein Nebling. Halleluja, ey. Ne, 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 ne. So machen wir das schon mal gar nicht. Wir gehen hier hin. Hier lang. Und dann passt das. Sonst macht das keinen Spaß. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Ja, in dem Turm. Wo ich vermutet habe, dass der Vampir drin war, aber gar keiner war. Mhm.
Okay. Ja, ist das Gerät. So. Wo sind wir denn jetzt? Wo gehen wir am besten hin? Nee. Ich will diesen Wegpunkt setzen. Genau. Das machen wir erstmal so. 70, das ist noch zu wenig. Ich muss mindestens 72 haben, Minimum. Ja, weil es 5 und wir spielen ja auf normal. Auf einfach wäre ich schon längst da gewesen, ja. Aber, ja gut, ich habe Nordwind und das könnte gut gehen. Aber, nee. Also 72, 73 sollte ich schon haben. Ach, hier ist nichts. Okay. Das ist das Minimum. Och nö. Den Vollhonk. Ja. Du schon wieder? Ja. Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Ja, gut, komm. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Schon gut. Ich ergebe mich. Ach nee. Mann, warum der... Ja, aber nächstes Mal... Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Mama, was habe ich verbrochen, dass der Idiot mich hier laufend parkt? Ja, da. Schwuppdiwupp. Schmugglergedöne. Ich glaube nicht, dass hier Ertrunkene sind. Nein. Dürfte nicht sein. Ich hätte gar nicht tauchen brauchen, aber egal. Ab in diese Richtung. Okidoki. Hacker. Ist hier nicht noch irgendwo so ein Wurzelgnom, der mich helfen soll? Nee, ist nicht da.